Damit ist die Fragestunde beendet und wir kommen zur aktuellen Stunde, um den Sachstand integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030 angeht. Einreicher ist hier die Fraktion Freie Wähler. Herr Genschmar, bitte. Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, schade, dass die Umweltbürgermeisterin bei der aktuellen Stunde zum integrierten Klimaschutzkonzept den Raum verlässt. Aber vielleicht kommt sie auch wieder. Ja, alles gut. Wir wissen, vielleicht kann man es ja dann gleich mal einordnen, welchen Stellenwert. Genschmar, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber Frau Kollegin Jenin muss zu einer Grußwortadresse, die länger geplant war und die Verzögerung im Vorlauf war jetzt ihr nicht zuzurechnen. Insofern verlässt sie nicht anlässlich ihrer aktuellen Stunde böswillig den Saal. Akzeptiere ich. Trotz alledem ist es natürlich erstaunlich, dass wenn eine aktuelle Stunde zu gerade im Fachthema Ihres Bereiches läuft, die Bürgermeisterin den Raum verlässt. Aber dann ist es so, der Stadtrat hat sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema befasst. Ausgangspunkt waren folgende Überlegungen. Die leistungsgebundene Energieversorgung Dresdens, Strom, Fernwärme, Heizung, erfolgte seit den 90er Jahren zu über 90% aus Erdgas. Diese einseitige Abhängigkeit sollte schrittweise überwunden werden. Die damit verbundene Versorgungssicherheit sollte erhöht werden. Zu erwartende weitere Preissteigerungen infolge der Verknappung fossiler Energieträger sollten durch eine flexible Versorgungsstruktur abgefedert werden. Und es gab Fördermittel vom Bund. Dazu hat der Umweltkommunalausschuss am 31.01.2011 die Erstellung des Konzeptes für den Zeitraum bis 2030 mit der strategischen Zielstellung Dresden auf dem Weg zur höheren Energieeffizienz beschlossen. Seine Umsetzung sollte dafür sorgen, dass Dresden auch langfristig ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort mit einer preiswerten, sicheren und umweltverträglichen Energieversorgung ist. Diesen Beschluss hat dann der Stadtrat mit 54 Ja-Stimmen, 10 Enthalten am 20. Juni 2013 angenommen. Seitdem gab es 7 Beschlusskontrollen, die letzte umfangreiche im Sommer 2018. Beschlossen wurden 9 Punkte. An dieser Stelle möchte ich gern auf 3 eingehen. Erstens, zur Verfolgung des Konzeptes, der in dem Konzept ausgewiesenen Zielstellungen und Bewertungen der gemäß Beschluss 2 eingeleiteten Maßnahmen ist ein Monitoringprogramm zu erarbeiten. Das Monitoringprogramm ist nachvollziehbar mit Möglichkeiten des European Energy Awards zu vergleichen. Das Ergebnis ist dem Stadtrat bis zum 31.12.13 zur Entscheidung vorzulegen. Die Beschlussvorlage dazu steht bis heute aus. Auf der Webseite der Stadt Dresden ist die aktuelle Bilanz mit dem CO2-Wert von 2014 einsehbar. Zur Verdeutlichung und Bilanzierung des Treibhausausstoßes wird eine Berechnungsgröße des CO2-Äquivalents verwendet. Problematisch ist, dass diese Berechnungsgröße schwer greifbar und zu kommunizieren ist und dass es in der Bundesregierung keine einheitlichen Emissionsfaktoren und Berechnungen gibt. Mit dem Umkreis des selbst verursachten Treibhausausstoßes und der Bemessung von Einsparungsmöglichkeiten durch klimafreundliche bzw. neutrale Handlungen werden die Erfolgsaussichten der Zielstellung gemindert. Es stellt sich die Frage, wie Treibhausemissionen gemindert werden sollen. Auf gut Deutsch gesagt, niemand weiß, wie viel CO2 in Dresden ausgestoßen wird, aber man weiß trotzdem, dass es zu viel ist. Hier hätte ich gerne die Umweltbürgermeisterin gefragt, wie viel CO2 Dresden denn im Jahr 2019 ausstößt. Zweitens, der Stadtrat beauftragte damals die Oberbürgermeisterin zur Ausschöpfung der im Konzept
aufgezeigten Potenziale, die Energieeinsparung, der Erhöhung der Energieeffizienz, des Ausbaus erneuerbarer Energien, Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Die einzelnen Maßnahmen sollten, soweit notwendig, dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Es existiert ein umfangreiches Paket an Maßnahmen, das in vielen Fällen so allgemein gehalten ist, dass es im Ergebnis alles oder nichts bedeuten kann. Beispiel sind die Förderung des ÖPNV, des Radwegeverkehrs, der Fernwärme. In der Beschlusskontrolle von Sommer 2018 ist dazu zu lesen, die einzelnen vorangeführten Maßnahmen können nicht hinsichtlich ihrer Wirkung zur Vermeidung von Treibhausgasen und ihres Anteils innerhalb der Gesamtbilanz bewertet werden. Hinzu liegen keine Daten vor. Auf gut Deutsch gesagt, niemand weiß, wie einzelne Maßnahmen konkret wirken, aber man weiß trotzdem, dass es noch nicht genug davon ist. Drittens, die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, bei den gemäß Beschlusspunkt 2 eingeleiteten Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger intensiv zu beteiligen. Über Formen und Ergebnisse dieser Bürgerbeteiligung ist jährlich bis zum 31.12.2013 dem Stadtrat zu berichten. In der Beschlusskontrolle liest man unter diesem Punkt von der Entwicklung einer Dachmarke und einem Slogan, von Pressemitteilung, Weiterbildung von Mitarbeitern des Umweltamtes und so weiter. Was hat das mit Bürgerbeteiligung zu tun? Was das mit Bürgerbeteiligung zu tun hat, erschließt uns nicht. Herr Genschmar, wenn Sie dann bitte auch gleich zum Ende kommen. Kommen Sie sofort zu Ende. Interessant ist der Absatz in der Beschlusskontrolle vom Sommer 2018. Der Stadtrat hat in den vergangenen Jahren zahlreiche umfassende Beschlüsse zum Klimaschutz gefasst. Während Berichten zur Situation der lokalen Treibhausgasemissionen von... das sehe ich ja nicht. Gerade wenn von den Grünen immer so für den Umweltschutz geworben wird und wenn dann aber mal zum Umweltschutz geredet wird und man dann gar nicht genügend Zeit hat, also das hätte man gestern den Fahrraddemonstranten sagen sollen, die den Verkehr in der Stadt geblockiert haben und für viele Schadstoffe gesorgt haben. Aber wie gesagt, so unterschiedlich ist das. Während des Berichts zur Situation der lokalen Treibhausemissionen von 1998, 2004 und 2008 sowie des integrierten Energie- und Klimakonzepts von 2013 thematisierten vielseitige Beschlüsse gefasst wurden, wurde in den vergangenen Jahren Einzelbeschlüsse, zum Beispiel zur Photovoltaik, zur Elektromobilität herbeigeführt. Kommen Sie bitte zum Ende jetzt, Herr Genschmann. Noch einen kurzen. Gestatten Sie mir noch zwei kurze Bemerkungen. Unser Vorschlag bzw. unsere zentralen Forderung ist daher, das Konzept fortzuschreiben, parallel dazu alte Beschlüsse des Rates aufzuheben. Die Fortschreibung muss aus unserer Sicht zwingend unter der intensiven Einbeziehung der Bürger und Unternehmen der Stadt erfolgen. Damit meinen wir aber nicht nur organisierte Lobbygruppen. Zu diesem Zweck haben wir einen Antrag entworfen, den wir allen Fraktionen und Stadträten zur gemeinsamen Einbringung anbieten. Wir sind überzeugt, dass der Schutz der natürlichen Umwelt, der sogenannten Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die Erhaltung der Lebensgrundlage für die künftige Generation nur im Konsens und nicht im Dauerstreit zwischen politischen Lagern möglich ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir steigen damit in die weitere Aktuelle Stunde ein. Vielleicht nur der Hinweis für langjährige Stadträte. Die Regelung, dass der Einreicher 10 Minuten Redezeit hatte, haben wir vor geraumer Zeit abgeschafft. Auch der Einreicher hat nur 5 Minuten Redezeit an der Stelle. Wir setzen fort, Herr Dr. Deppe, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das war ja nun arg kleinteilig, Herr Genschmer, muss ich mal sagen. Sie heben also auf das Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt ab und wir können uns da, denke ich, gut darauf verständigen, dass dieses Konzept eben nicht ausgereicht hat, um die CO2-Emissionen in Dresden nun wirklich runterzubringen. Das ist enttäuschend. Das können wir einfach mal so feststellen. Ne? Also bis Herr Genschmer, bis dahin, ja, ist ähnlich. Ne? Bis dahin sind wir uns ja einig. Ne? Ich werde jetzt nicht auf die von Ihnen dort kleinteilig aufgezählten Einzelheiten eingehen. Das wird vielleicht von Seiten der Verwaltung noch geschehen durch Herrn Schmidt-Lamontaine, der vorjenigen heute vertritt. Aber ich denke, wir sollten uns noch mal dem eigentlichen Problem zuwenden. Und das eigentliche Problem ist, egal wie man das jetzt zählt und welche Berechnungsmethode man dort anwendet, dass wir hier in der Landeshauptstadt Dresden seit 20 Jahren auf einem Level von 10 Tonnen CO2-Emissionen pro Bürger und Jahr verharren. Das Energie- und Klimaschutzkonzept hat sich da etwas anderes vorgenommen. Das sollte dann so in 5% Schritten immer weiter runtergehen. Und dieses Ziel haben wir sichtlich verfehlt. Und das in einer Situation, wo es wirklich immer bedrohlicher wird. Also die Untersuchungen des Weltklimarates zeigen nun wirklich klar, dass wir nur noch wenig Zeit haben, um das Budget sozusagen, was wir an CO2 noch zur Verfügung haben, um unter diesem 1,5 Grad oder auch 2 Grad Ziel zu bleiben, dass das bald aufgebraucht ist. Und da müssen wir uns schon ein paar mehr Gedanken machen als diese kleinteilige Krittelei. Und da sind wir eben der Auffassung, dass da eben ein wesentlich umfangreicheres und wesentlich energischeres Handeln der Stadt gefordert ist. Und das müsste dann eben auch Teil einer Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes sein. Und da kommt ja nun dann immer das Argument, naja, so viel können wir als Stadt ja gar nicht tun. Wir können als Stadt wirklich sehr viel tun, denn wir haben eine ganze Menge Handlungsmöglichkeiten, dadurch, dass wir zum Beispiel den Energieversorger hier, die DREWAG, in städtischer Hand und bald eben in 100% städtischer Hand haben. Und über die DREWAG können wir sehr gut handeln. Das heißt also, wir haben einiges an Handlungsmöglichkeiten und ich will eben einige dieser Handlungsmöglichkeiten auch nochmal aufzählen. Wir müssen zum Beispiel das Potenzial der Stadt für Photovoltaik nutzen. Wir haben dieses Solardächerprogramm in der vergangenen Stadtratsperiode durchgekriegt, aber das kann nur ein Anfang sein und es muss rasch ausgeweitet werden. Wir können eben auch in den Randlagen der Stadt, also zum Beispiel an der A4, können wir auch einzelne Windkraftanlagen aufstellen. Dann sollte der Stadtrat mal seinen entsprechenden Beschluss zurücknehmen. Da können wir auch etwas tun. Dann geht es natürlich um das Kraftwerk Nossener Brücke und dieses muss klimaneutral werden. Das können wir zum Beispiel dadurch erreichen, dass eben die sich entwickelnde Technologie des Power-to-Gas, also von Gas, die eben durch Windkraft erzeugt, das durch Windkraft erzeugt wird, dafür genutzt wird. Wir müssen schauen, dass unsere kommunalen Neubauten klimaneutral errichtet werden. Auch für die Genehmigung privater Bauvorhaben können wir mehr Standards setzen, als wir das bisher tun. Also wir müssen dort auch darauf hinwirken, dass es eben klimaneutral gebaut wird. Die energetische Sanierung von Bestandsbauten muss vorangetrieben werden. Wir haben viele Schulen, die wirklich einen horrenden Wärmeverbrauch noch haben. Da muss endlich was getan werden. Wir brauchen auch insgesamt einen Wärmeplan für Dresden, der die Wärmeversorgung der Stadt langfristig weitgehend CO2-neutral gestaltet. Wir brauchen die Verkehrswende. Das Auto darf eben nicht mehr der Hauptverkehrsträger sein. Bis 2030 muss der öffentliche Personennahverkehr mindestens 30% des Verkehrs bewältigen.
ähnlich wie der Radverkehr. Rad- und Fußwege müssen zügig ausgebaut werden. Und wenn man dieses nimmt, dann haben wir jede Menge Handlungsmöglichkeiten, die eben in eine solche Überarbeitung hineingehören. Es ist dann nur notwendig, dass der Stadtrat wirklich dann eben auch entsprechende Entscheidungen trifft. Und daran hat es eben auch in den letzten Jahren ja gefehlt. Und da stand ja auch schon vieles drin in dem jetzigen Konzept, was dann aber letztlich auch nicht umgesetzt worden sind. Also wir sind da gefordert, entsprechend zu handeln. Und dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. Wir als Grüne Fraktion werden viele entsprechende Vorschläge machen in dieser Wahlperiode. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Deppe, für die CDU-Fraktion. Herr Böhm. Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist ja relativ offen gehalten. Jeder stellt sich da was anderes drunter vor unter der Fortschreibung. Herr Dr. Deppe, ich hatte es jetzt hier noch nicht auf dem Zettel stehen, aber es ist so ein bisschen erstaunlich, dass Sie sagen, die letzten Jahre wäre zu wenig getan worden. Also Rot-Rot-Grün hat die letzten 5 Jahre hier im Rat dominiert. Also aber nun zur Sache. Klimaschutz ist eine wichtige Aufgabe für Politik und Verwaltung. Mit dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept hat der Stadtrat entsprechende Ziele bis 2030 formuliert und der Verwaltung zur Umsetzung vorgegeben. Die letzte Beschlusskontrolle, das wurde heute schon gesagt, ist erst im Jahr 2018 und es bedarf dringend einer entsprechenden Evaluierung und Diskussion zum erreichten Umsetzungsstand und einer kritischen Betrachtung der Ziele. Insoweit sollte hier und heute nicht die Politik, sondern die Verwaltung umfassend Stellung nehmen, was passiert ist. Bedauerlicherweise soll eine aktuelle Information dazu erst in der nächsten Woche im entsprechenden Ausschuss erfolgen. Es ist auch bedauerlich, dass die Bürgermeisterin heute nicht da ist und zumindest dort in ihrem eigenen Bericht die Dinge ein Stück weit darstellen kann. In dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept sind sehr viele sinnvolle Ziele und Maßnahmen formuliert, welche aber auch umgesetzt werden müssen. Daran hapert es aber bislang in vielen Bereichen. Sie haben es richtig gesagt, Herr Dr. Deppe, so ist jetzt schon bekannt, dass die angestrebte Verringerung von CO2 bislang nicht erreicht werden konnte. Nun kann man, wie viele Umweltaktivisten es fordern, noch viel, viel höhere Ziele formulieren. Sind diese aber realistisch umsetzbar? Oder bleiben es reine Lippenbekenntnisse wie Klimanotstand, um sich bei Umweltaktivisten und einem Teil der Bürgerschaft in ein gutes Licht zu setzen? Überhöhungen bringen bei diesen Themen nichts und verunsichern mittlerweile einen großen Teil der Bevölkerung, wie aktuelle Wahlergebnisse in Thüringen auch zeigen. Wir haben uns in den letzten Wochen mit Vertretern von Umweltverbänden, Friday for Futures, ADFC und auch der Baumpflanzinitiative getroffen und uns mit deren Forderungen und Wünschen auseinandergesetzt. Es ist uns völlig klar, dass wir beim Thema Klimaschutz und insbesondere beim Thema Klimaanpassung mehr tun müssen und mehr Ressourcen bereitstellen müssen. Der nächste Haushalt wird da die Nagelprobe sein. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass ein Großteil unserer städtischen Mittel und Ressourcen mit Pflichtaufgaben gebunden sind und uns nur ein relativ kleiner Spielraum für Umschichtungen bleibt. Viele von unterschiedlichen Seiten aufgemachte Forderungen lassen sich von der Stadt allein nicht umsetzen. Ich möchte da nur darauf hinweisen, dass die ENSO beim Thema Energieversorgung auch eine Rolle spielt und wir dort nicht als Stadt alleine das Sagen haben, sondern müssen auch die Umlandgemeinden und die anderen Teilnehmer mitnehmen. Viele Forderungen betreffen nicht nur die Stadt Dresden, sondern auch die Umlandregionen, welche teilweise ganz andere Belange haben. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es bei einem Teil der Bürgerschaft aufgrund von immer radikaleren Forderungen und abzusehenden Einschnitten in allen Lebensbereichen mittlerweile Ablehnung vorliegt. Umwelt- und Klimaschutz geht aber nur mit den Bürgern. Wir als CDU erachten daher einen maßvollen und realistischen Umgang mit den Themen als wichtig, insbesondere im Hinblick auf den städtischen Haushalt und auf die Auswirkungen auf die Dresdner. Maß und Mitte und eine seriöse Finanzierung sind da unser Ansatz. Eine Überforderung der Dresdner ist mit uns nicht zu machen. Aufgrund dessen haben auch wir einen Antrag in den Geschäftsgang eingebracht,
mit welchen wir eine Evaluierung des Konzeptes und eine realistische Fortschreibung von Zielen und Maßnahmen erreichen wollen. Auch wir laden alle Parteien ein, sich im Rahmen der Diskussion zu den Zielen und Maßnahmen einzubringen. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion das Rederecht war abgetreten an Herrn Hilse. Ich heiße Sie herzlich im Stadtrat willkommen. Für die nächsten 5 Minuten das Rednerpult rechts oben im Anzeigefeld. Können Sie die aktuelle Zeit erkennen? Herr Erster Bürgermeister, meine Damen, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich hier vor Ihnen sprechen darf. Wir begrüßen ausdrücklich die Initiative der Freien Wähler, sich sachlich mit dem Thema sichere und umweltverträgliche Energieversorgung auseinanderzusetzen, anstatt, ich zitiere aus dem Antrag, die überhitzte, in Teilen bereits hysterische Debatte mit populistischen Anträgen weiter zu befeuern. Auf diese Hysterie will ich ganz kurz eingehen. Wir haben im letzten Jahr eine gut geplante, professionell durchgezogene Kampagne der Grünen und Linken, also von teilweise Neomarxisten und Neostalinisten unterstützt, von finanzkräftigen NGOs und den Leitmedien, vor allem des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gesehen, die größten Einpeitscher, natürlich aus den Grünen mit dem grünen Mäntelchen. Darunter verstecken sich nach wie vor Sozialisten und Kommunisten jeglicher Couleur. In der Tradition Maos missbrauchen sie Kinder, um sie gegen ihre Eltern aufzuhetzen. Danke für die Betitelung. Vorbild ist, dass China zu Zeiten der Kulturrevolution die Millionen von Toten gekostet hat. Spontan wurden No Education Friday Schwänztage organisiert, um die Menschen auf die CO2-Steuer einzuschwören. Die Galionsfigur macht nicht nur No Education Friday, sondern in der Zwischenzeit auch No Education Everyday. Um dem Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen, biegen dann auch noch 700 vermeintliche Klimaexperten unter dem Namen Scientists for Future um die Ecke, um den hüpfenden und schreienden Kindern den Rücken zu stärken. Die Leitmedien kriegen sich vor lauter Lobhudelei vor die Klimahysteriker nicht ein. Auch das Bundesumweltministerium macht keinen Hehl aus ihrer Verzückung für die Schwulschwänzer und Extinction Rebellion der neuen, laut Jutta Ditfurth, Weltuntergangssekte, der man sich nicht anschließen sollte. Täglich reden die Leitmedien denen, deren Geldbeutel geschröpft werden soll, ein, dass sie am bevorstehenden Weltuntergang schuld sind und deshalb auf brav den modernen Ablass in Form des EEG und nun auch einer Steuer auf die Atemluft zu bezahlen. Das ist kein Klimaschutz, das ist Ausplünderung. Für die Theorie, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflusst, gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis. Die einzigen Beweise stammen aus Computermodellen, deren Vorhersagen den real gemessenen Daten immer mehr abweichen. Extremwetter wie Dürren, Starkregen, Hurrikans nehmen laut offiziellen Daten der Wetterdienste nicht signifikant zu. Nicht nur die AfD, sondern hunderte Wissenschaftler weltweit haben das erkannt und widersetzen sich der hysterisch geführten Weltuntergangsdiskussionen. Die Altparteien hingegen nutzen die künstlich erzeugte Hysterie, um das Volk noch effektiver auszuplündern. Vorausgesagt hat sie schon der Wissenschaftsjournalist Nigel Korda 1998, ich zitiere, alle Parteien der Industriestaaten, ob rechts oder links, werden die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen. Das ist die einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern. Weil sie damit angeblich die Welt vor dem Hitzetod bewahren, erhalten die Politiker dafür auch noch Beifall. Keine Partei wird dieser Versuchung widerstehen. Zitat Ende. Die Alternative Deutschland widersteht als einzige im Bundestag vertretene Partei dieser Versuchung und stemmt sich mit aller Macht gegen die Zerstörung unserer wirtschaftlichen Grundlagen, unserer Umwelt und unseres Wohlstandes. Auch Sie sollten, so wie die Freien Wähler es fordern, sich dieser hysterischen Debatte entziehen und dafür das Wohl der Dresdner Bürger im Blick haben. Sie sind von den Dresdnern gewählt worden, um verantwortungsvoll deren Geschicke zu lenken und nicht mit unsinnigen Maßnahmen den von vornherein zum Scheitern verurteilten Versuch zu unternehmen, die ganze Welt zu retten. Sie haben sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Dresden auch langfristig und attraktiv ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort mit einer preiswerten, sicheren und umweltverträglichen Energieversorgung ist. Sie haben sich verpflichtet, sich mit jedem Antrag fachlich auseinanderzusetzen und dann sachlich, verantwortungsbewusst
fernab von ideologischen und parteipolitischen Grenzen im Sinne der Dresdner Bürger zu entscheiden. Diese gegenüber den Dresdnern eingegangene Verpflichtung sollten Sie in den Mittelpunkt Ihres Handels stellen und sich nicht zum Erfüllungsgehilfen einer ideologisch motivierten, unsinnig und völlig aus dem Ruder gelaufenen Energiepolitik stellen. Vielen Dank. Ich sehe jetzt im Moment nicht ganz den Raum für einen Geschäftsordnungsantrag, kommen wir aber gleich auf Sie. Es ist mir nur ein Bedürfnis, gerade weil wir uns noch relativ jung in dieser Legislaturperiode befinden. Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden ist erstens kein Parlament. Insofern führen wir hier Debatten über Vorlagen, durchaus über aktuelle Stunden. Was bisher unüblich ist, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, und das liegt mir auch sehr am Herzen, dass wir uns gegenseitig und insbesondere Gäste, die zu Wort kommen, nicht mit formal beleidigenden Worten verwenden. Das ist das eine. Ich habe den Redner nicht unterbrochen an der Stelle, um dort zur Ordnung zu rufen. Andererseits, und das gilt vielleicht auch für das Einladen künftiger Gäste, eine Aktuelle Stunde ist auch nicht das Instrument, dass Stadträte von externen Rednern belehrt werden, welches ihre Aufgaben sind, weil ich sicher bin, dass dieser Konsens im Haus besteht, dass man dieser Verpflichtung einhergeht. Soweit vielleicht zu dem letzten Punkt. Herr Löser? Geschäftsordnend, ja? Begriffen, deswegen habe ich mich hier gemeldet. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie hier darlegen, dass hier nicht Pegida im Parlament ist, sondern dass wir hier tatsächlich über Stadtratsangelegenheiten reden. Und ich bitte den Redner, seine Beleidigung und Verleumdung zurückzunehmen. Gut. Wir tauchen jetzt wieder etwas härter an die Geschäftsordnung ein und setzen die Aktuelle Stunde fort mit der Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Zweiter Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Zuschauerinnen auf der Empore und im Livestream. Zuallererst ist es mir ein Bedürfnis, mich von der Rede, die wir uns gerade anhören mussten, prinzipiell zu distanzieren. Und außerdem besonders hervorheben möchte ich mich, dass ich mich prinzipiell distanziere von den abfälligen Bemerkungen, die der Vorredner von den Bürgerinnenbewegungen wie Fridays for Future und auch Science for Future, also die aufgegriffen haben. Davon, von dieser Art und Weise, sich abfällig dem gegenüber zu äußern, möchte ich mich distanzieren. Und außerdem, ich finde gar kein Adjektiv dafür. Ist es schlimm? Ist es eine Katastrophe? Ist es einfach nur furchtbar, dass solche Hetzreden, die wir uns gerade anhören mussten, im Dresdner Stadtrat angekommen sind? Zum Herrn Gentsch mal nur eine Bemerkung. Ja, sicherlich wäre es wünschenswert, wenn wir noch mehr konkrete Zahlen vorliegen hätten. Für 2019 wird es sie noch nicht geben können. Im Bericht 2016 sind viele Tabellen und Übersichten drin. Vielleicht können Sie sich noch mal genau anschauen. Da kann man tatsächlich vieles Konkretes nachweisen. Unter anderem auch das, was der Herr Dr. Deppe, worauf schon hingewiesen hat, dass eben leider die Ziele in der Reduzierung von CO2, nämlich die 10% jeweils in 5 Jahren, nie erreicht werden konnten. Lesen Sie mal nach, das sieht zum Beispiel auf der Seite 4, auf der Seite 13, 14, auf der Seite 27, lesen Sie mal bitte nach. Okay. So, gucken Sie einfach mal nach. Ich wollte Ihnen ja nur eine Hilfe geben, weil Sie es noch nie gefunden hatten. Mit dem Beschluss des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes 2013
war von Beginn an klar, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein kann, sondern dass der Prozess weitergehen muss, denn eine Evaluierung war von dort schon eingefordert. Und wenn wir heute eben das Ergebnis uns jetzt anschauen, wenn wir uns den konkreten Stand anschauen, müssen wir sagen, ja, auch unter einer maßgeblichen Steuerung von Rot-Rot-Grün ist es nicht gelungen, das Ergebnis, was notwendig gewesen wäre, zu erreichen. Das heißt, wir müssen strengere Maßstäbe ansetzen und wir müssen überlegen, auch mit Blick auf den Doppelhaushalt, den wir demnächst dann ja auch beschließen werden, wo Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Und möglicherweise müssen wir auch überlegen, wie der jetzige Doppelhaushalt so umgeschichtet werden kann, dass klimaschutztaugliche Maßnahmen, klimaschutzrelevante Maßnahmen eingeleitet werden können. Für uns als Linke ist dabei besonders wichtig, welche Maßnahmen sind geeignet, den gesamten Prozess sozial zu begleiten. Es geht nicht nur um eine ökologische Wende, es geht um eine sozial-ökologische Wende. Dabei möchte ich nur drei Dinge nennen, die für uns als Linke besonders wichtig sind. Es ist die Frage des Nahverkehrs. Es ist dort vor allem die Frage des öffentlichen Fahrradwegenetzes. Wir haben einen Plan, aber der ist lange noch nicht umgesetzt. Dazu gehört auch, und dazu werden wir heute sprechen, und wir haben Ihr Verhalten heute dazu sehen, die Frage der Albertstraße. Brauchen wir dort einen Fahrradweg oder brauchen wir breite Autostraße? Können Sie Ihr Verhalten dann entsprechend einrichten? Wir brauchen eine durchgängige Verbindung von der Neustadt mit der Altstadt bis hin zur Universität. Wir brauchen Anschlüsse nach Klotzsche, wir brauchen Anschlüsse nach Pieschen und nach Löbtau. Fahrradfahren schont nicht nur die Umwelt, sondern stärkt auch die Gesundheit. Und die Kosten halten sich für alle Nutzerinnen und Nutzer, können Sie gerne lachen, ne? Für alle Nutzerinnen und Nutzer in einem verträglichen Maße. Das Grünkonzept. Beim integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept geht es eben nicht nur um Energie, es geht auch um das Grünkonzept, was wir dort beachten müssen. Ja, es geht darum, Straßenbäume, das Straßenbaumprogramm zu erfüllen. Es geht darum, Innenhöfe zu begrünen. Und wir sollten die Initiativen wie Mein Baum, mein Dresden ganz bewusst mit einbeziehen. Und es geht natürlich auch um die Trewag, unsere kommunale Gesellschaft. Da ist mal hervorzuheben, dass dort schon eine ganze Menge gemacht wird. Klar ist es immer noch zu wenig, aber Fernwärme wird ausgebaut. Das Heizkraftwerk Reik wurde errichtet. Energiespeicher wurden errichtet, sowohl an der Nossener Brücke als auch in Reik. Dort sind wir auf einem guten Weg. Und zum Schluss möchte ich noch bemerken, im Moment ist der Anteil am Energiemix der Trewag an erneuerbaren Energien immerhin bei 47,5%. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion Herr Engel. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, also Herr Ilse, wenn man so ein bisschen, also als ich Sie auf dem Rednerzettel gesehen habe im Vorfeld der Ratssitzung, dachte ich, habe ich mir schon Schlimmes gedacht. Und Sie haben es tatsächlich noch geschafft, es zu überbieten. Ne? Und das Ding ist, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie Sie auch im Bundestag agieren, da wird, glaube ich, auch ein bisschen klar, was eigentlich Ihre inhaltliche Grundlage ist. Und ich glaube, diese inhaltliche Grundlage ist auch eine Beleidigung für die Wissenschafts- und Kulturstadt Dresden. Sie sprechen im Deutschen Bundestag davon, von mit viel Steuergeld gefütterten Forschungsinstitutionen, die immer genau das liefern, was die Geldgeber von ihnen verlangen. Ich finde, das ist ein Bild von Wissenschaft, ein Bild auch von öffentlicher Förderung, was mir zutiefst widerstrebt. Und ich muss auch ganz ehrlich in Richtung der Freien Wähler sagen, Sie, mit der Tatsache, welche Redebeiträge Sie jetzt hier ganz offensichtlich gut fanden, haben Sie aus meiner Sicht auch ein bisschen Sinn und Zweck dieser aktuellen Stunde ein wenig konterkariert. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass wir zu so einer prominenten Zeit über dieses sehr, sehr wichtige Thema diskutieren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr toll und ich glaube, das hilft uns allen weiter. Aber ja, danke, Herr Genschmar, vielen, vielen Dank. Das freut mich ungemein, dass Sie das Thema hier aufs Tableau gebracht haben. Ich möchte nur noch einen Hinweis.
Ja. Jetzt würde nur eine Bemerkung noch zu Herr Hilse loswerden. Sie haben ja sich, glaube ich, Bezug genommen auf die auf die Petition von Oregon mit den 31.000 Wissenschaftlern zum Beispiel. Von denen sind 1% im Übrigen Menschen, die sich ansatzweise mit dem Klimawandel tatsächlich wissenschaftlich befassen. Der Rest sind durchaus Menschen mit ehrenwerten Titeln, aber nicht Leute, die da vom Fach sind. Ich finde, wir sollten da schon noch ein bisschen gucken, was eigentlich hier die inhaltliche Grundlage dieser gesamten Debatte ist. Aber jetzt vielleicht zur eigentlichen aktuellen Stunde, die Herr Genschmeier dankenswerterweise eröffnet hat. Sie haben durchaus recht damit, mit Konzepten alleine ist es nicht getan. Mit Konzepten hier, die wir im Stadtrat beschließen, können wir uns schön auf die Schulter klopfen, können sagen, ja, wir haben es wieder ein bisschen vorangebracht. Am Ende kommt es natürlich auf die konkrete politische Umsetzung an. Und natürlich haben wir da noch viel zu tun. Wir haben zum Beispiel ganz großen Nachholbedarf beim Thema Gebäudebestand. Wir haben dort tatsächlich noch sehr, sehr große Möglichkeiten, aktiv auch Einsparungen zu erreichen. Aber wie kommen wir denn tatsächlich dazu, als Stadt dort was zu bewegen, indem wir tatsächlich möglichst großen Einfluss auch auf Flächen haben, indem wir tatsächlich auch gegenüber Bauinvestoren auch gewisse Bedingungen machen können? Das erreichen wir halt auch nur mit einer aktiven städtischen Flächenpolitik, mit entsprechenden Ankäufen, wo wir tatsächlich dort auch tätig werden können. Wenn wir darüber sprechen, dass wir eine Verkehrswende brauchen, dass wir auch im Verkehrssektor Einsparziele erreichen möchten, dann geht es natürlich nicht nur um die großen Allgemeinziele, geht es auch um die ganz konkreten Vorhaben, wie Frau Geitz schon angesprochen hat, zum Beispiel die Albertstraße heute, wo es halt darum geht, wem gehört welche Fläche und wo ist da tatsächlich auch die Entwicklung. Und ich glaube tatsächlich, diese Entscheidung müssen wir dann hier im Rat halt auch im Lichte der Gesamtentwicklung auch immer wieder klug treffen. Und das haben wir offensichtlich in der Vergangenheit nicht mit der notwendigen Konsequenz. Und noch eine weitere Bemerkung vielleicht zum Thema Haushalt. Ich bin Herrn Böhm sehr, sehr dankbar dafür, dass er schon angedeutet hat, dass die CDU-Fraktion auch beim Thema Klimawandelanpassung auch noch ein bisschen mehr drauflegen möchte. Wir als SPD-Fraktion werden das selbstverständlich auch unterstützen, was uns auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Aber ich glaube, wir sollten immer nicht vergessen, diese vielen einzelnen Punkte, über die wir hier diskutieren, die haben immer auch Einfluss auf die Frage, wie stark wirkt der Klimawandel auch in Dresden. Wir müssen, glaube ich, diese Fragestellung immer wieder auch im Hinterkopf haben und können nicht einfach sagen, ja, das ist populistisch, wenn irgendwie Leute Anträge schreiben, die tatsächlich vorsehen, dass wir bei allen einzelnen Verwaltungsmaßnahmen immer wieder überprüfen, ob tatsächlich welche Auswirkungen das auf den Klimawandel hat. Ich bin der festen Überzeugung, wir als Rat müssen das Thema noch ernster nehmen und wir als SPD-Fraktion werden uns gerne daran beteiligen. Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Bürgermeister, liebe Kollegen, ich möchte die Aktuelle Stunde nutzen, um über unsere Arbeit als Stadtrat mit Klima und den Umgang mit dem Klimaschutz und entsprechenden Anträgen zu debattieren. Wir haben mit dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept ein sehr detailliertes Konzept, was unterschiedlich auf Verkehr, Strom, Wärme, Querschnittsaktivitäten eingeht. Wir haben eine Maßnahmeplanung, wir haben über die jährlichen Berichte einen entsprechenden Ist-Stand. Was ist umgesetzt, wo gibt es weiteren Bedarf? Wir gehen weiter über die städtischen Unternehmen bis zum Einfluss auf privaten Sektor. Es ist ein sehr, sehr vielschichtiger Maßnahmenkatalog, über 30 Seiten, den man jederzeit weiterentwickeln könnte und in den letzten Jahren auch hätte vielleicht machen sollen. Wenn ich in den Bericht aus 2018 reinschaue, habe ich drei Zitate, die mich dann doch etwas irritieren. Insgesamt ist festzustellen, dass ohne Änderung wesentlicher Rahmenbedingungen, zum Beispiel an den Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens und dem Klimaschutzplan 2050, orientierte Grenzwerte für Fahrzeuge oder Gebäude auf Bundes- und EU-Ebene die Erreichung der Klimaschutzziele in vollem Maße nicht gelingen kann. Ein weiteres Zitat hat der Herr Genschmer vorhin schon kurz angesprochen. In den letzten Jahren wurden vielschichtige Beschlüsse gefasst im Stadtrat, wo Einzelbeschlüsse zum Beispiel zur Photovoltaik oder Elektromobilität herbeigeführt. Mit der Aktualisierung und Fortschreibung der Berichte wurden vielfach neue Beschlüsse gefasst, die inhaltlich auf vorangegangene aufbauten. Dies führt dazu, dass nunmehr umfangreiche, teilweise redundante und für Außenstehende nur schwer nachvollziehbare Handlungsanweisungen in Form von Stadtratsbeschlüssen vorliegen.
Und als drittes noch zur Umsetzung der im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept benannten Maßnahmen bedarf es einerseits personeller und finanzieller Kapazitäten und andererseits geeigneter Organisationsstrukturen. Beides ist nicht im erforderlichen Umfang vorhanden. Das ist quasi aufbauend auf einen Beschluss von 2013, die entsprechende Umsetzung 2018. Jetzt für mich als neuer Stadtrat frage ich mich dann, warum haben wir neue Diskussionen mit Anträgen zum Klimanotstand? Im Bericht ist sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr kleinteilig die Maßnahmen aufgeführt. Das geht runter bis zur Anschaffung von Dienstfahrrädern einzelner Ortsämter. Es ist explizit auch festgestellt, was nicht funktioniert, wo es entsprechenden Steuerungsbedarf gäbe. Warum wollen wir dann mit dem Klimanotstandsantrag neue Berichte einführen? Warum beschäftigen oder wollen wir uns beschäftigen mit Forderungen an Land, andere Kommunen, Bund oder EU, wo wir keinen Einfluss haben? Warum wollen wir die Erweiterung oder noch weitergehende Ziele festschreiben, wenn wir bisher noch nicht mal in der Lage sind, die Maßnahmen so umzusetzen, dass wir die bestehenden Ziele erreichen können, ohne dass wir konkrete weitere Maßnahmen haben? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, insgesamt in den Debatten, die wir bisher im Klimaschutz hier haben oder anfangen, geht es eher um die mediale Aufmerksamkeit als um die wirklich kleinteilige Arbeit am Klimaschutz. Denn ganz konkret muss sich bei jedem Thema die Frage stellen, was soll geändert werden, was ist die Wirkung, vor allem wie soll es bezahlt werden und wie gehen wir weiter damit um? Und diese Aufgabe sollte man sich nicht drücken, indem man große mediale Debatten führt über neue Grenzwerte oder Ähnliches, sondern wir sollten da ganz konkret rangehen. Wenn man Klimaschutz und Umweltschutz was erreichen möchte, helfen eben nicht die Anträge für mediale Aufmerksamkeit, sondern kleinteilige Arbeit an einzelnen Projekten. Damit sollten wir uns beschäftigen. Danke. Vielen Dank. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung, Kollege Schmidt-Lamontaine, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Sittelt, vielen Dank. Vielleicht vorab nochmal, Frau Jening hätte sehr gerne an der Debatte teilgenommen, hat allerdings im Vorfeld vom Oberbürgermeister den Auftrag bekommen, ein Grußwort zu halten. Und ich denke, es ist auch im Interesse von uns als Stadt, wenn wir solche einmal gemachten Zusagen zur Repräsentation der Stadt dann nicht kurzfristig absagen. Aber Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe und viele der Umsetzungsaufgaben liegen am Schluss bei mir im Geschäftsbereich. Insofern gehe ich davon aus, dass ich Sie hier heute würdig vertreten kann und habe mich natürlich auch auf die Debatte vorbereitet. Vielleicht erst mal vorab, die Stadt Dresden engagiert sich bereits seit 1994 mit vielen anderen deutschen Städten im Klimaschutzbündnis und verfolgt seit 2013 ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept. Beides wurde hier im Stadtrat mit breiter Mehrheit beschlossen. Dem liegt zugrunde, dass die menschgemachten Ursachen, die auch unumstritten sind, des Klimawandels von einer sehr großen Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anerkannt sind und angesichts des bereits eingetretenen Klimawandels dringend gehandelt werden muss. Handeln heißt in dem Fall eine massive Reduzierung des CO2-Ausstoßes, aber auch Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, weil der Klimawandel findet bereits statt. Spätestens seit der letzten beiden Sommer ist der Klimawandel nicht mehr nur Thema für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern man könnte vielleicht sagen, er ist auf der Straße angekommen. 2018 war der heißeste Sommer, seitdem wir messen, 2019 der zweitheißeste Sommer. Während zwischen 1950 und 1980 noch ein Temperaturanstieg von 0,03 Grad Celsius pro Dekade zu verzeichnen war, waren es von 1980 bis 2010 bereits 0,3 Grad Celsius pro Dekade. Seit 2010 steigt die Kurve spürbar an. Diese Kurven sind übrigens auch veröffentlicht. Und wir müssen in den nächsten Dekaden von einer mittleren Temperatursteigerung von 0,4 bis 0,7 Grad pro Dekade rechnen. Leider stagnieren die CO2-Emissionen seit den 2000er Jahren in Dresden, statt abzunehmen, das hatte Herr Deppe ja auch schon gesagt, bei jährlich um die 10 Tonnen pro Einwohner. Auch diese veröffentlichten Statistiken finden Sie in den Publikationen der Landeshauptstadt Dresden. Die von Ihnen angesprochene Fortschreibung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes wird derzeit vorbereitet. Gleichwohl bedeutet das nicht, dass wir nicht bereits tätig wären. Insbesondere in den letzten paar Jahren wurde in der Stadtverwaltung viel angeschoben und ein paar Beispiele davon möchte ich auch einfach hier mal benennen. Zum einen wären hier der eben auch schon angesprochene Ausbau und die Flexibilisierung sowie die Modernisierung des in etwa 590 Kilometer langen Fernwärmenetzes und insbesondere der derzeit stattfindende Fernwärmeausbau in Dresden-Pieschen
netterweise mit EFRI-Mitteln gut gefördert, sodass künftig 4.500 zusätzliche Wohnungen mit Fernwärme versorgt werden. Weiterhin die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere das Thema Photovoltaik zur Eigennutzung bei kommunalen Gebäuden. Hier prüfen wir mittlerweile grundsätzlich bei allen Sanierungen, Dachsanierungen und Neubauten von Schulen die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen, haben bereits einige in eigener Regie errichtet und schreiben dazu Flächen, Dachflächen aus für Energieversorger und Energiegenossenschaften zur Fremdnutzung, immer in Paketen jährlich. Weiterhin, und das ist nicht unrelevant, und da komme ich jetzt wirklich in den Geschäftsbereich, wo ich mich auskenne, klimafreundliche Verkehrsarten. Man muss dazu vielleicht nochmal sagen, ca. 1/4 der CO2-Emissionen privater Haushalte sind Verkehrswerte. Wir haben zum einen das Thema Förderung von Fahrrad- und Fußgängerverkehr. Wir sind derzeit dabei, ein Fußverkehrskonzept zu erarbeiten, haben wir in der Mobilitätswoche vorgestellt, die ersten Planungen. Wir sind dabei, ein Radverkehrskonzept umzusetzen mit erheblichem finanziellen und personellen Aufwand. Wir sind weiterhin dabei, den Ausbau von Stadtbahnstrecken voranzutreiben. Johannstadt-Plauen, Löbtau-Strehlen. Die ersten Abschnitte gehen derzeit in Betrieb und sind dieses Jahr eingeweiht worden. Wir arbeiten kontinuierlich an der Stadt der kurzen Wege, nehmen vermehrt auch auf kleinteilige Wegebeziehungen bei der Bauleitplanung Rücksicht. Wir errichten derzeit sehr schnell, wenn man das mit anderen Städten vergleicht, Mobilitätspunkte, haben die ersten bereits eingerichtet, es folgen noch weitere dieses Jahr, für nächstes Jahr sind weitere 15 Standorte projektiert, 75 Standorte sollen es insgesamt werden. Wir bauen damit auch und parallel auch noch an weiteren Stellen in der Stadt die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität aus. Wir beschaffen E-PKWs und E-Bikes als Dienstfahrzeuge in der Stadtverwaltung. Und zuletzt, es wurde gerade gesagt, ist vielleicht gar nicht so sehr ein Thema der Öffentlichkeitsarbeit, aber selbstverständlich ist es auch ein Thema der Öffentlichkeitsarbeit, Menschen zu motivieren, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen. Machen wir zum Beispiel die Europäische Mobilitätswoche, also eine europaweite Kampagne zur Stärkung von klima- und umweltfreundlichen Mobilitätsformen. Auch dieses Jahr mit der Sperrung des Terrassenufers sehr gut angenommen als Veranstaltung. Weiterhin erproben wir innovative, energiesparende Technologien, zum Beispiel im Rahmen von Förderprojekten. Herausstellen könnte man da das Smart City Projekt Match Up in der Johannstadt. Und natürlich versuchen wir auch als Stadt, als Bauherr Vorbild zu sein. Wir optimieren unsere bestehenden Heizungsanlagen. Wir praktizieren energiesparendes Bauen. Sie alle haben die Diskussion mitgekriegt, die wir geführt haben, im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Verwaltungszentrums, welches wir hier auf der anderen Straßenseite bauen möchten. Wir investieren sehr viel Geld derzeit in Schulen, die natürlich dann auch entsprechend moderne Energiekonzepte haben. Und insgesamt machen wir Energieeffizienzmaßnahmen. Wir tauschen zum Beispiel unsere Lampen durch energiesparende LED-Lampen aus. Und da reden wir nicht nur von den paar Verwaltungsschreibtischen, die wir in der Stadtverwaltung haben, sondern wir reden über Sporthallen, Straßenlaternen, Schulgebäude etc. Insofern möchte ich Sie motivieren, lassen Sie uns weiterhin gemeinsam und ressortübergreifend anpacken, wie wir es schon tun. Lassen Sie uns nicht über das Für und Wider von Klimaschutz diskutieren, sondern lassen Sie uns die jungen Menschen ernst nehmen und endlich handeln. Vielen Dank. Die aktuelle Stunde ist damit abgeschlossen. Zu der findet auch keine weitere Debatte oder Ähnliches statt, sondern sie ist mit den jeweiligen Beiträgen jetzt beendet.